ganz zart, nur mit drei Stimmen und ganz liebevoll vertont Johannes Brahms den Sterbechoral Schmücke dich, o liebe Seele. Und ich finde, es gibt kaum ein schöneres Beispiel dafür, was passiert, wenn es einem Menschen tatsächlich gelingt, auf den Moment des Sterbens, auf den Tod, nicht voller Angst, nicht voller Zweifel, nicht voller Todesfurcht zu gehen, sondern erfüllt zu sein vom Schauen des Jenseitigen.